Weißt du, was Kapitalismus ist? Angeschissen werden. Und wenn du Geld hast, dann hast du die Macht. Wär ich ein Gangster, hätte ich keine Probleme mehr, sondern Taschen voller Geld, diese wären dann nicht mehr leer. Hätte zwar eine Menge Stress am Hals, dafür ein Haus am Meer, ein Auto in der Einfahrt stehen und jeden Tag Geschlechtsverkehr. Wär ich ein Gangster, hätte ich keine Probleme mehr, sondern Taschen voller Geld, diese wären dann nicht mehr leer. Hätte zwar eine Menge Stress am Hals, dafür ein Haus am Meer, meine Putzfrau hätte einen Butler, denn ich wär ein Millionär. Ich mach es jetzt genauso wie die Gangster in den Staaten. Ich hab die Nase voll, ey, ich will jetzt nicht mehr warten. Jetzt folgen Taten, ich zeig euch meine Karten. Mit meiner Mucke werde ich doch eh hier niemals charten. Weil mein Anspruch viel zu hoch ist, du leider viel zu doof bist, muss ich kriminell werden, ja, so ist das halt. Ich häng das Mic an den Nagel und jetzt wird so richtig Cash gemacht. Bevor ich rausgewirkt, ich erst noch einmal schön zurecht gemacht. Gangster like das Haar zurück, ich hab noch Haar, oh ja, zum Glück. Wenn alles gut läuft, rücke ich meinem Traum heute noch mehr ein Stück. Wer ein Stück vom Kuchen will, muss ich halt das Stück gleich nehmen. Am besten gleich das größte Stück, dafür muss man sich auch nicht schämen. Schaut doch nur die Bonzen an, der größte Gangster-Clan. Vom Kind auf schon total verwöhnt, weil die Eltern noch schon Gangster waren. Wo ist nur die Mittelschicht? Ich seh die Mittel nicht, die dafür sorgen, dass dich morgen hier alles zusammenbricht. Wär ich ein Gangster, hätte ich keine Probleme mehr, sondern Taschen voller Geld, diese wären dann nicht mehr leer. Hätte zwar eine Menge Stress am Hals, dafür ein Haus am Meer, ein Auto in der Einfahrt stehen und jeden Tag Geschlechtsverkehr. Wär ich ein Gangster, hätte ich keine Probleme mehr, sondern Taschen voller Geld, diese wären dann nicht mehr leer. Hätte zwar eine Menge Stress am Hals, dafür ein Haus am Meer, meine Putzfrau hätte einen Butler, denn ich wär ein Millionär. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie komm ich schnell an Geld? Ich mein die richtig dicke Kohle, ich nehm auch die ganze Welt. Soll ich jetzt Dope verticken, im richtig großen Stil? Ich glaub, das wär das Beste, denn ich will von allem richtig viel. Oder eine Bank überfallen, am besten drei im Monat, damit sich auch der Aufwand am Ende für mich gelohnt hat. Ich will hoch hinaus wie ein Knacki, der in seiner Zelle sitzt. Mein Leben lang war ich ganz unten, bin jetzt oben wie die Hits. Schluss mit den Leasingraten und den Rabattmarken. Jetzt wird alles Cash bezahlt, ich muss jetzt nicht mehr abwarten. Damals hatte ich keinen Balkon, stell dir das mal vor. Wenn ich heute nach Hause fahr, dann öffnet sich ein Einfahrtstor. Frauen hab ich auch am Start, das Beste auf dem Markt. Der Mann in meiner Position steht immer zu dem, was er sagt. Endlich hab ich immer Geld, muss mir keins mehr leihen. Deshalb lautet mein Lebensmotto, get rich or die try. Wär ich ein Gangster, hätte ich keine Probleme mehr, sondern Taschen voller Geld, diese wären dann nicht mehr leer. Hätte zwar eine Menge Stress am Hals, dafür ein Haus am Meer, ein Auto in der Einfahrt stehen und jeden Tag Geschlechtsverkehr. Wär ich ein Gangster, hätte ich keine Probleme mehr, sondern Taschen voller Geld, diese wären dann nicht mehr leer. Hätte zwar eine Menge Stress am Hals, dafür ein Haus am Meer, meine Putzfrau hätte einen Butler, denn ich wär ein Millionär.